Unmittelbar nach Handelseröffnung hatte sich der DAX ein weiteres Mal an die 10.000-Punkte-Marke herangepirscht. Da lag er im Hoch bei 9.990 Zählern. Natürlich werden die Kurse einerseits beflügelt durch die Erwartungshaltung vieler Anleger auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik im Euroraum durch die Europäische Zentralbank. Andererseits wird die Fantasie aber auch angeregt durch die immer weiter fallenden Ölpreise. Die OPEC hatte ja gestern in Wien beschlossen, ihre Förderquoten vorerst nicht zu senken. Aber dann gab es eine Agenturmeldung zur geopolitischen Lage und demnach sollen russische Kriegsschiffe für ein Manöver in den Ärmelkanal eingelaufen sein. Die Agentur RIA Novosti hat dies entsprechend gemeldet, aber es hieß in der Meldung darüber hinaus, dass das Geschwader die Straße von Calais passiert und sich nun in neutralem Gewässer befinde. Das ist das eine, aber interessant ist eigentlich auch, dass das Geschwader in einer Bucht vor der Küste der Normandie abwarte, bis ein Sturm vorüberziehe. Also ich weiß nicht, ob das nun ein Manöver ist, wenn man dort wartet, bis ein Sturm vorüberzieht. Aber wer weiß, die NATO konnte die Angaben zunächst nicht bestätigen, heißt es hier übrigens weiter in der Ticker-Meldung. Also das hat die Anleger schon ein bisschen beunruhigt, denn man weiß natürlich nicht so richtig, wem man nun glauben soll. Allein die Tatsache, dass die Russen die Anzahl ihrer Manöver natürlich auch insgesamt erhöht hat und damit auch immer weiter an die NATO-Grenzen heranrückt. Vielleicht will man da ein bisschen provozieren. Das sorgt schon für Unruhe, keine Frage. Und das sorgt auch dafür, dass die Anleger dann angefangen haben, mal ein bisschen Kasse zu machen. Der DAX wurde entsprechend nach unten gezogen. Im Tief lag er heute bei 9.902 Zählern. Im Moment ist es aber immer noch ein gemäßigter Abschlag hier von 0,4% auf 9.930 Zähler. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sich das deutsche Börsenbarometer 11 Handelstage in Folge nach oben bewegt hatte. Eine der längsten Serien überhaupt in seiner fast 26 oder rund 26-jährigen Geschichte. Nur zweimal hatte der DAX eine Gewinnserie von 12 Tagen hintereinander zu verzeichnen. Wir schauen uns nochmal den stärksten Gewinner und den stärksten Verlierer im DAX an. Wir haben an der Spitze der DAX-Gewinner die Lufthansa-Aktie mit einem Aufschlag von 4,1% auf 14,24 Euro im Moment. Das hängt einerseits natürlich damit zusammen, dass die Ölpreise zurückgekommen sind, andererseits aber auch mit einer Kaufempfehlung durch die Analysten der UBS. Auf der anderen Seite haben wir als schwächsten Wert heute die BASF-Aktie mit einem Abschlag von 2,7% auf 72,49 Euro. Hier heißt es, dass die Anleger möglicherweise fürchten, dass die Öl- und Gastochter Wintershall unter dem Ölpreisrückgang leiden könnte.